Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, mit einem Thema zum Thema. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken. Und zwar zum Thema: Ich habe keine Zeit fürs Training. Ich kriege das Training nicht unter. Ich fange immer an, höre wieder auf. Schaffe es einfach nicht, hier längere Zeit am Ball zu bleiben. Im Bereich des gesunden Fitnesstrainings, Ausdauertrainings, was auch immer, also immer zu diesem Thema, ich habe keine Zeit. Oft sind es natürlich auch Menschen, die natürlich jetzt nicht die geregelte Arbeitszeit haben, nicht nur die 35, 38, 40 Stunden arbeiten, sondern auch sehr oft Selbstständige und sehr oft Menschen, die natürlich in etwas im gehobenen Bereich, etwas leistungsorientierten Jobs arbeiten. Die müssen natürlich in der Regel einfach ein bisschen mehr leisten. Die haben teilweise auch 10, 11 Stunden Tage. Erstens, ganz wichtig, um weiterhin erfolgreich zu bleiben, in eurem Job solltet ihr natürlich auch ein Stück weit an euren Körper denken. Ein Stück weit auch an eure mentale Verfassung, und die steht und fällt natürlich auch mit der körperlichen Verfassung. Somit wäre es ganz wichtig, dass wir eben zu seinem Job, der natürlich sehr, sehr wichtig ist, und damit verdient man sein Geld, natürlich auch darauf achtet, dass man auf lange Sicht leistungsfähig bleibt. Es nützt euch nichts, wenn ihr euch komplett ausburnt, ist ja im Moment in aller Munde dieser sogenannte Burnout, und den gibt es auch tatsächlich, weil der Mensch heutzutage natürlich in seinem Berufsfeld viel mehr gefordert ist wie vor ein paar Jahren. Es gibt vielleicht auch einen oder anderen, der sich einredet, der sich überlastet, weil er eben einfach keine saubere Arbeitsstruktur und keine saubere Zeitstruktur aufbaut, aber im großen Anteil gebe ich da den Jungs schon recht, den Mädels, es wird einfach zum Teil extrem viel verlangt. So, jetzt müssen wir natürlich hier eben Yin und Yang, das heißt einmal Anspannung, Entspannung, wir müssen das in eine Waagschale legen, und zur Entspannung gehört natürlich auch ein Stück weit eine körperliche Belastung dazu. Es gibt Berater, die sagen, naja, legt man sich mal in die Badewanne, zündet mal ein Kerzchen an und lasst mal die Füße massieren. Da gibt es Tests, und die sind natürlich mehrfach belegt. Das bringt in der Tat relativ wenig. Was soll ich in die Badewanne legen, wenn ich völlig überdreht bin, wenn ich völlig overdrive bin? In der Regel, klar, das warme Wasser führt zu kurzfristigen Erschöpfungszuständen und zu kurzfristigen Müdigkeit, aber danach ist mein Zustand noch ähnlich, und das lässt sich auch messen, dass der Zustand noch ähnlich ist. Und genauso gilt es für andere Entspannungsarten, und da wurden auch Tests gemacht. Und man hat festgestellt, dass Menschen, die intensiven und klugen Sport betreiben, in der richtigen Menge, dass die tatsächlich ihren Stresspegel senken können. Und somit eine ganz wichtige Info für alle, die sagen, ich habe keine Zeit. Erstens mal sollte man sich als Selbstständiger oder auch als beruflich Intensivtätiger, der abends auch länger arbeiten, Folgendes überlegen: Man gehe morgens entweder laufen oder auch Mountainbiken oder auch auf dem Balkon raus und macht da seine Calisthenics, was auch immer, oder Free Athletics Übung, oder man geht früh morgens ins Fitnessstudio, wie ich das mache. Warum? Weil man morgens in der Regel noch relativ frisch ist, und weil, wenn man morgens arbeitet, vor 8:30, 9 ist eh keine große Business Time, hat man es abgearbeitet, man hat was für sich getan, man hat einen Haken dran, es ist erledigt und der ganze Tag kann kommen. Und es kann abends tatsächlich noch einen Termin dazwischen flutschen. Um 19 Uhr kriege ich einen Anruf, 19.15 Uhr kommt noch ein wichtiger Kunde. Ja klar, ich kann den Termin annehmen und bin nicht unzufrieden. Ich habe mir für den Tag vorgenommen, möchte trainieren gehen, und der Kunde ruft an, ich nehme den Termin trotzdem an, bin stinksauer, bin eigentlich genervt und kann danach nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, nicht mehr meinen Sport machen, und bin unzufrieden. Und so geht es natürlich Tag für Tag, für Woche weiter. Deswegen ein guter Tipp für euch alle, die hier das Problem haben, dass sie ihre Zeit nicht finden fürs Training. Erstens mal, man nehme einen Kalender und trage sich in den Kalender mit einer roten Farbe als hohe Priorität sein Training ein. Und zwar, je nachdem, wie oft man Zeit hat, 2, 3, 4 Mal die Woche entsprechend eintragen. Auch morgens eintragen, am allerbesten. Oder auch, wie auch immer passt, aber eine gute Idee ist morgens. Und dann plant man alles andere drumherum und behandelt seine eigenen Termine für sich selber, für die eigene mentale, körperliche gute Verfassung, für die eigene mentale gute Verfassung. Tragt man sich alle anderen Termine außenrum und versucht natürlich hier für sich selber dieses Projekt als genauso wichtig zu bewerten wie das Projekt im Geschäft. Ja, und wer das so macht und wer das Ganze so macht, dass es für ihn selbstverständlich ist, wie das Zähneputzen, wie das Haare waschen, wie das Anziehen, für den wird es nicht mehr anstrengend sein, der wird es nur alleine machen. Aber jeder, der am Sonntag sagt, ich gehe nächste Woche dran mit trainieren irgendwann, der wird nach 6, 8 Wochen eben nicht mehr trainieren. 95% lassen es wieder sein.
Im Geschäft hat man eine hohe Priorität, hat einen genauen Strukturablauf, wenn man irgendwas erarbeitet, irgendwas erreichen möchte. So, aber das Projekt ich selber, meine Gesundheit, meine Vitalität, die wird mit minderer Priorität behandelt. Wo führt's hin? Schaut euch ganz einfach mal um. Wie viele Menschen gibt es, die hochintensiv arbeiten, die super intelligent sind, die super, super fleißig sind? Die haben mit 45, 50, 55 haben die tatsächlich extremste körperliche Probleme. Viele von denen können abends nicht mehr schlafen, bevor sie eine Flasche Rotwein getrunken haben. Viele von denen haben eventuell